Herzlich willkommen, ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags, der sich dann nennt Craft, Leisure and End-User Innovation, also Handwerk, Freizeit und Endbenutzer-Innovation, auf dem 32. Chaos Communication Kongress. Viel Spaß! Translation available for this talk. You just dialed AT14. So give a warm welcome to Suzanne and enjoy. Yeah, thank you for having me. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, um mich etwas vorzustellen. In diesem Vortrag geht es um Konzepte. Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich interessiere mich für Vokabular, Wörter, Ideen, Konzepte. Wenn man kein konzeptionelles Verständnis von etwas hat, dann kann man nicht wirklich damit arbeiten. Man kann es nicht kritisieren. Deswegen sind Konzepte für uns sehr wichtig. Und in diesem Vortrag geht es um konzeptionelle Vorstellungen von Hacking. Hacking ist etwas, das man tun kann, das man beobachten kann, über das man reden kann. Etwas, von dem man doch gerne ein konzeptionelles Verständnis hätte. Die Frage für diesen Vortrag ist, was ist eigentlich Hacking? Was ist ein Konzept von Hacking? Und was sollte ein Konzept von Hacking sein? Vielleicht ist das für euch langweilig. Vielleicht denkt ihr jetzt, ach komm, mach die Augen auf, das ist doch offensichtlich. Aber für mich als Sozialwissenschaftlerin ist das eine verrückte Frage. Also, was ist Hacking? Das ist eine sehr große Frage. Und weil dies nur ein sehr kleiner Vortrag ist, werde ich über ein kleineres Unterthema sprechen. Über Konzepte von Hacking in wissenschaftlicher Forschung. Wie stellt sich die wissenschaftliche Forschung Hacking vor? Akademische Forschung ist immer mehr an Hacking interessiert. Und zwar die Disziplin der Sozialwissenschaften, aber auch interdisziplinäre Felder, die Sozialwissenschaften und Technologie, Design, Engineering und Informatik verbinden. Und natürlich auch die Mensch-Computer-Interaktion, HCI auf Englisch. Wenn Forschung Praktiken wie Hacking untersucht, dann gibt es normalerweise eine Art von Austausch. Ein Austausch zwischen den Personen, die die Studie leiten und denen, die studiert werden, die Personen, die interviewt und beobachtet werden. Aber Fefe, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ein Blogger der deutschen Hackerszene, warnte Hacker davor, mit Forschern zusammenzuarbeiten. Hier ist ein Zitat. Die Speakerin übersetzt jetzt, ich lese es mal vor. In letzter Zeit gibt es eine auffällige Häufung von Befragungen und wissenschaftlichen Studien zu Hackern und Piraten, wie die Szene funktioniert und so weiter. Auch bei Hackerspaces und insbesondere auch bei Gruppen wie Occupy und Co. Wenn so jemand bei euch anklopft, sagt ihm bitte nichts. Nur weil die freundlich und nett wirken, muss man noch nicht kooperieren. Nanu, hat der Fefe was gegen Wissenschaft? Nein, aber was die meisten nicht auf dem Radar haben, solche Studien werden von den Bösen gemacht. Dahinter stecken Public Relations Consulting Firmen, Risk Management Firmen, Politikberatungen, Thinktanks. Die haben Angst vor uns und wollen uns ausforschen. Und wie macht man das? Man schickt unverdächtige V-Leute. In diesem Fall nötige Wissenschaftler, die freundlich anfragen. Und ich weiß natürlich nichts über Spionage und so weiter, aber ich kann darüber reden, wie die Sozialwissenschaften mit dem Thema Hacking umgehen. Bevor ich jetzt aber ins Detail gehe und eine Übersicht darbiete über akademische Herangehensweise an Hacking, will ich ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, auf meinen Hintergrund und warum ich mich damit beschäftige. Hacking ist nicht das Hauptziel meiner Forschung. Es ist mehr ein verrücktes Nebeninteresse meinerseits. Ich war schon zweimal beim Kongress, 2010 und 2011, und es gefiel mir sehr. Zur gleichen Zeit interessierte ich mich immer mehr für Mensch-Computer-Interaktion. Und ich bemerkte, dass es in diesem Feld der Mensch-Computer-Interaktion immer mehr Literatur über Hacking gibt. Also HCI. Darin geht es darum, wie Menschen mit Computern umgehen. Das ist sowohl sozial als auch technisch.
Das ist, dabei geht es darum, Nutzer zu beobachten und zu verstehen, aber auch für Nutzer zu entwickeln und zu entwerfen. Also, was wollen die Benutzer? Wie kann man sie dazu bringen, das Richtige zu tun? Die Forschung und die Frage nach Mensch-Computer-Interaktion interessiert sich immer mehr für Hacking, für Hackerspaces und Do-it-yourself-Praktiken. Hacking ist sehr interessant, weil es als ein Modell gelten kann, um sich aktiver, tiefer mit dem Thema Computer auseinanderzusetzen. Und es gibt eben zurzeit sehr viel Literatur zum Thema Hacking. Trotzdem gefiel mir die Art irgendwie nicht, wie Mensch-Computer-Interaktion an das Thema Hacking heranging. Da fehlte etwas, das war etwas enttäuschend. Diese Art von Forschung war meiner Meinung nach blind. Blind zu den Auswirkungen des Hackings. Denn bei Hacking geht es nicht nur um die Modifizierung von irgendwelchen Gegenständen, sondern auch um Infrastruktur, um die Modifizierung von Infrastruktur. Und wichtiger noch war diese Forschung blind gegenüber den politischen Implikationen von Hacking, den politischen Botschaften, die Hacking vermittelt. Und im Inhalt meines Talks möchte ich jetzt über eben diese bisher fehlenden Aspekte der Forschung reden. Und ich sage fehlend, denn ein großer Teil dieser Forschung ist keine schlechte Forschung, sie ist gute Forschung, aber bisher fehlen noch viele Puzzlestücke, um ein vollständiges Bild von Hacking zu erhalten. Und ich werde auch auf einige Forschung verweisen, die mir sehr gefällt und die die politischen Botschaften von Hacking berücksichtigt. Der erste konzeptionelle Ansatz bei Hacking ist irgendwie, dass es kreativ und spontan ist. Und für die Mensch-Computer-Interaktion ist es interessant, weil das Sachen einfach auseinandernimmt, es desintegriert Sachen, es ist kreativ und es ist spontan zusammen. Und das deswegen zwei Wissenschaftler, Paradiso und Collaboratives, die Hacking vereinnahmt, modifiziert oder klatscht bestehende Ressourcen, also Geräte, Hardware, Software oder alles Erreichbare, um für andere Nutzen verwendet zu werden in einer sehr einfallsreichen Art und Weise. Und was passieren für gute Sachen in den Hackerspaces und wie kann man das beschreiben und wie kann man das Beste da rausholen und was passiert, wenn du was nicht hast und wie kannst du trotzdem Sachen umsetzen, wenn du die passenden Werkzeuge dazu nicht hast. Und diese Art von Kreativität ist sehr wichtig und inspirierend für Forscher im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion und die Perspektive ist sehr eingeengt aufs Hacking. Die Frage ist, was ist der Hintergrund der Forschung im Bereich Hacking? Ist das also die separate, geht die Forschung eher um die Art, wie bei Hackern gelernt wird, oder geht es um das technische Wissen an sich? Und wie wird das in Online-Communities verteilt oder kollaboriert? Was ist der ökonomische Mehrwert aus diesen Ansätzen, die Hacker verwenden? Erfindergeist und ökonomischer Mehrwert. Also ich werde jetzt erstmal eingehen auf den innovativen Teil des Hackings. Die
die innovative Hobby Hacking wurde auch eine einfache Art zur Prototypentwicklung genannt. Es geht also um Innovation und einen neuen Ansatz für Technologie und Innovation. Innovation ist ein ökonomischer Term, etwas, das ökonomischen Wert besitzt, etwas, womit man Geld verdienen kann. Und diese Art zu denken findet sich auch in den Werken anderer Forscher, zum Beispiel bei Sylvia Lindner und andere, die Hackerspaces in den USA und in China untersuchten. Sie gingen zu diesen Hackerspaces, beobachteten die Leute dort und partizipierten darin. Und wenn sie daraus, als sie daraus ein Paper schrieben, schrieben sie Hackerspaces als eine Innovationsstätte. Und hier ist ein Zitat. Unsere Forschung deutet darauf hin, dass wir Hackerspaces nicht nur als einen Ort, der die Kosten eines Lasercutters und eines 3D-Druckers wieder hereinholt, über Hunderte von Menschen verteilt. Es ist auch ein Ort, wo Leute mit neuen Ideen experimentieren und die Beziehungen zwischen Unternehmen, Designern und Konsumern verändern. Und es geht eben, es entwickelt sich von einem Hobby zu einer unternehmerischen Handlung. Und diese Perspektive muss man ernst nehmen. Ich glaube, dass es nicht nur ein ökonomisches Verhalten ist, aber ich glaube, diese ökonomische Sicht der Wissenschaftler auf Hacking war eine sehr gute PR fürs Hacking, vor allem in den US, und um es zu entkriminalisieren. Und das mag etwas Gutes sein, aber dabei wird die politische Seite, die Hacking oft an sich hat, beiseite gefegt. Und ich denke, dass Hacking oft eine politische Seite hat, und deswegen finde ich diesen akademischen Ansatz etwas mangelhaft. Also, was soll man tun? Als Forscher, wenn man die Literatur, die man findet, nicht mag, muss man noch nach mehr Literatur suchen. Und die Mensch-Computer-Interaktion trifft es noch nicht hundertprozentig. Also, schauen wir in anderen Fachbereichen, Anthropologen, Sozialwissenschaftler und so weiter. Und ich habe einige Ansätze für Hacking gefunden, die mir sehr gefielen. Zum Beispiel diesen. Hacking heißt überschreiten. Was heißt überschreiten? Das heißt Regeln übertreten, Konventionen brechen. Und dieses Regelüberschreiten im Bereich des Hacking nimmt viele Formen an, zum Beispiel das Brechen von Gesetzen, also Juristik. Man kann aber auch soziale, kulturelle Konventionen brechen. Nur weil von einem erwartet wird, dein Telefon in einer gewissen Art und Weise zu benutzen, heißt das noch lange nicht, dass man das so tun muss. Und noch am wichtigsten, man kann programmiertechnische Konventionen brechen. Forschung in diesen Feldern haben immer sehr stark diesen Punkt betont, vor allem in der Soziologie. Kevin Steinmetz hat Hacking als überschreitendes Handwerk beschrieben, und George Taylor hat es als illegal bezeichnet. Ein großer Teil des Hacking hängt damit zusammen, Grenzen zu überschreiten. Aber ein weiterer wichtiger soziologischer Aspekt des Hacking ist dieser. Und jetzt kommen wir zu einer sehr konzeptionellen Seite. Hacking als herausfordernder technologischer Determinismus. Technologie legt hier fest, wie wir Communities formen, wie Communities funktionieren, wie Gesellschaften funktionieren. Und für das Silicon Valley mag das vielleicht richtig sein, aber für Soziologen ist das ein Horrorszenario. Also, manche Soziologen glauben, dass Hacker tatsächlich Verbündete sind im Kampf gegen einen technologischen Determinismus.
der Soziologe Jordan glaubt, dass Hacking sowohl verlangt und zurück den technologischen Determinismus sowohl verlangt als auch zurückweist. Hackers nehmen an, dass sie Technologien, die mit Computern und Netzwerken zu tun haben, festlegen werden, welche Aktionen passieren. Und sie nehmen auch an, dass es möglich ist, dass man damit solche Determinationen verändert und neu erstellt. Ein weiterer Aspekt der Forschung ist Hacking als praktizierter Liberalismus. Das ist eine weitere Perspektive in den Sozialwissenschaften, vor allem von Gabriella Coleman in den USA und ihren Zusammenarbeitern vertreten. Sie ist euch vielleicht bekannt, sie hat neulich erst ein Buch über den Aktivismus der Gruppe Anonymous herausgegeben. Und zusammen mit Alex Golub hat sie behauptet, die These aufgestellt, dass Hacking praktizierter Liberalismus ist. Sie meint, dass dem Hacking eine Idee von Freiheit zugrunde liegt. Die Freiheit von der Überwachung durch Unternehmen, die Freiheit, Wissen sich persönlich anzueignen und Wissen frei zu teilen. Und was Coleman und Golub zu Überschreitung sagen. Sie sagen, dass es mit amerikanischem Liberalismus zu tun hat und es ist eine freie Form der Individualität, eine Individualität, die sich den Konventionen der Mehrheitsgesellschaft widersetzt. Was also hier gesagt wird, ist, dass Hacking der wahre amerikanische Liberalismus ist. Hallo Amerika, bitte fürchtet euch nicht vor euren Hackern, sondern seid lieb zu ihnen und seid euch selbst treu. Hier ein Zitat. Hacking, oft marginalisiert oder missverstanden in der Popkultur als Aktion einer aufmüpfischen Subkultur, ist jedoch tatsächlich von fortwährender Bedeutung. Wenn es auch Widersprüche gibt, aber ein Ausdruck des Liberalismus in der digitalen Moderne. Ich bin jetzt fast am Ende meines Talks, aber ich möchte jetzt noch auf etwas zurückkommen, das ich schon am Anfang erwähnt habe. Denn für mich ist es wichtig, ein konzeptionelles Verständnis von Hacking zu haben, dass man versteht, worum es sich beim Hacking handelt, worum es dabei geht. Aber das ist auch nur die halbe Geschichte. Wenn man ein konzeptionelles Verständnis von Hacking hat, kann man anfangen, andere Konzepte, die man hat, anzugreifen, neu zu denken. Und zwei Konzepte, die immer wichtiger werden, wenn es darum geht, Technologien zu benutzen und zu designen, dann sind das eben diese Benutzung und das Design. Wir reden über die Benutzung von Technologien immer etwas profan, aber Benutzung und Design von Technologien sind zwei Seiten einer Medaille. Und das Interessante an Hacking ist, dass Hacking erst die allgegenwärtige Story von Design und Use angreift. Normalerweise sagt man, dass es erst sehr professionelle Designer gibt und danach nicht so erfahrene User. Der normale Mensch ist ein Benutzer, ein Endbenutzer, der Technologie benutzen soll. Und es gibt aber auch Design im weitesten Sinne des Wortes, also auch Ingenieure und Businessleute. Der Designer oder die Designerin ist sehr privilegiert, sehr mächtig. Und normalerweise gibt es nichts zwischen diesen zwei entgegengesetzten Polen. Und ich finde das eine sehr beschränkte Perspektive. Hackers sind in der Tat nicht wirklich Designer, aber sie sind auch nicht wirklich Benutzer. Beim Hacking, beim Praktizieren von Hacking werden diese Konzepte vermischt. Hacking zeigt uns also, dass diese einfache, schöne Geschichte von erst Design, danach Benutzung nicht funktioniert. Und das sollte sie auch nicht. Dieses Denken muss angegriffen werden. Sonst enden wir mit einer kleinen, mächtigen Gruppe von Designern und einer großen Anzahl von Benutzern, die vielleicht die Farbe ihres Telefons ändern können, aber nicht viel anderes. Also,
um diesen Vortrag zusammenzufassen, ein kleines Fazit. Ich sprach über zwei Fragen. Was ist Hacking? Die kurze Antwort, es kann sehr viele verschiedene Dinge sein. Es gibt viele verschiedene Ansätze, was Forschung angeht. Und es hängt sehr stark davon ab, welche Werte und welche Forschungsinteressen dieser Forschung zugrunde liegen. Darum geht es, denke ich. Wie Forschung das Hacking sieht, hängt manchmal auch von Drittmittelförderung ab. Aber es gibt auch noch die andere Frage, die von Fefe gestellt wurde. Die dritte Frage. Sollten Hacker mit Forscherinnen und Forschern reden? Ich sage, warum denn nicht? Aber zuerst sollte man eine offene Konversation über Interessen und Werte führen. Vielen Dank. Ja, danke für diesen Talk. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt bitte an die Mikrofone, die überall im Saal rumstehen. Hallo. Danke zuerst für den Talk. Es war sehr gut strukturiert und ich hatte Spaß beim Zuhören. Und ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Vielleicht hast du was gesagt, was ich jetzt nicht mitbekommen habe. Du hast was gesagt, etwas über das Konzept von Innovation und das Konzept der Innovation als ökonomisches Konzept. Ist es meistens als ein solches interpretiert oder kann man das andersrum? Wird es andersrum gebraucht? Ist das aus Versehen, passiert es auch das aus Versehen, was erfunden wird? Ich glaube, das Wort an sich hat eine sehr starke ökonomische Verbindung. Wenn man über Innovation redet als ein Forschung im Forschungskontext, dann hat es immer monetären Wert. Es gibt natürlich auch soziale Innovation, aber dieses Wort hat starke Wurzeln, also abgesehen von unserem alltäglichen Gebrauch des Wortes, hat starke Wurzeln in einem ökonomischen Vokabular. Wenn also eine Forscherin oder ein Forscher einen Text über Hacking schreibt, über Innovation, meine ich, dann hat das immer eine ökonomische Implikation. Ja, danke. Das ist für mich interessant als Benutzer, von Benutzerseite, was ich damit anfangen kann. Es gibt einen Unterschied zwischen alltäglichem Sprachgebrauch und dem, was man in einem Forschungspapier schreibt. Da gibt es eine andere Frage an das Mikrofon. Dankeschön. Ich habe zwei Fragen, wenn das okay ist. Du hast über Erfindungen und Innovationen und Product Ownership geredet und ich wurde erinnert an die Schumpeters Idee von Erzeuge Destruktion. Meine erste Frage ist, siehst du ein Problem darin, dass Hacker dekriminalisiert werden und eher als Innovatoren gesehen werden und dass die Gesellschaft aktuell die Hacker Sicht auf die Hacker ändert? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten Teil verstanden habe, aber ich sehe kein Problem in der Dekriminalisierung von Hackern. Ich sehe ein Problem darin, dass Hacking als ein ökonomisches Phänomen wahrgenommen wird. Das wird ihm nicht gerecht. Das ist ein sehr flattes, ein sehr enges Bild vom Hacking. Und so wie Hacker in Forschungsliteratur dargestellt werden als eine neue Art von Unternehmern. Das ist eine sehr beschränkte Sicht auf das Thema. Meine zweite Frage als Sozialwissenschaftler ist, ich fühle mich immer, als ob Sozialwissenschaftler und Informatiker und Computer Scientists, ja. Dass diese beiden völlig unterschiedliche Sprachen sprechen an vielen Punkten. Und meine Frage ist, wie weit denkst du, geht irgendwas verloren oder kommt dazu bei der Übersetzung zwischen diesen beiden Fachbereichen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich tue mir auch sehr schwer damit. Man kann es natürlich als ein Problem von Interdisziplinarität darstellen oder auch nur als ein Problem von zwei verschiedenen Kulturen. Aber es gibt einfach einen sehr tiefen Graben zwischen jemandem, der in sozialwissenschaftlichen Termen denkt, und Informatikern. Da ist ein Graben dazwischen. Und ich glaube, was man im Kopf behalten sollte, ist, dass unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche akademische Kulturen sind auf gewisse Bereiche spezialisiert. Sozialwissenschaftler sind sehr gut darin, über Strukturen, Machtstrukturen, Communities zu sprechen. Und Informatiker können gut über Programmiersprachen reden, aber sie haben kein gutes Vokabular dafür, über soziale Themen zu sprechen. Wenn also Informatiker über Gesellschaften reden, dann fühlt man sich manchmal etwas verloren. Wo steckt da die Finesse? Das wirkt dann sehr grob. Sozialwissenschaftler sind eben oft Beobachter. Und wenn man hierher kommt und in diese Hacking-Kultur eintaucht, dann sieht man, dass das eben eine Kultur des Tuns ist, Dinge erledigen. Und das ist auch sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran Sozialwissenschaftler ab und zu denken sollten. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ich versuche das als Stack zu handhaben. Das Internet sagt Danke, vielen Dank für diesen Talk. Die Frage ist, wie kriegen wir die Leute zusammen, die das nicht wissen, was das ist, Hacking? Das sind zwei gute Fragen. Ja, also ich glaube, es wäre toll, wenn jede Person die kulturelle, soziale und finanzielle Voraussetzungen erfüllen würde, um sich mit Hacking auseinandersetzen zu können. Leider glaube ich nicht, dass das in der nahen Zukunft möglich sein wird, denn Hacking ist eben eine Aktivität, die Zeit, die Geld benötigt und vor allem eine gewisse Disposition, was wir Sozialwissenschaftler kulturelles Kapital nennen. Zum Beispiel, um ein Telefon auseinanderzunehmen. Wenn man ein Telefon für viel Geld gekauft hat, dann will man es doch wirklich nicht auseinandernehmen, wenn das irgendwie das letzte Ding ist, das man sich gerade noch leisten konnte. Also da gibt es eben kulturelle und so finanzielle Bedingungen. Aber ich glaube, als soziale Vision ist es sehr schön, Hacking als etwas zu sehen, das gerne weiter verbreitet sein sollte. Was war die zweite Frage? Wie kriegen wir die Leute, die Hacking nicht verstehen, wie kriegen wir die dazu? Also Hacking ist eine Form von Auseinandernehmen, von sich mit Dingen auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, Hacking zu dekriminalisieren. Hacking raus aus einer negativen Ecke zu holen, Hacking in ein positives Licht zu rücken in den Augen der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass die Dekriminalisierung von Hacking, dafür gäbe es viele Möglichkeiten. Und Hacking anders darzustellen als eben neues Unternehmertum ist, glaube ich, nicht genug. Und es ist eine schwierige Aufgabe. Zwei kurze Fragen können wir noch machen. Hallo, danke für deine Perspektive. Meine Frage ist so ein bisschen mehr zur Klarifizierung der Sache. Und ich versuche herauszufinden, was deine Kritik daran ist an den Researchern. Und es sieht so aus, als ob du Also die Fragerin unterstellt ihr, dass sie zwei verschiedene Typen von Hackern zusammenführt, nämlich einmal eben Maker in Hacker und Makerspaces und aber gleich auch Kryptografie-Experten. Und sie spricht leider zu schnell, um es zu übersetzen. Ich denke, aus der Antwort wird dann wieder was rauskommen können. Vielen Dank.
Das ist sehr interessant. Also ich glaube, das sind zwei Fragen. Zuerst die Frage über Diversität in der Hackerszene, Making, Do-It-Yourself und eben Computer-Hacking. Ich glaube nicht, dass ich diese Dinge zusammenwerfe. Ich glaube, ich habe ein Problem damit, das alles in denselben Topf zu stecken. Es gibt oft diese Phrase von Hacking und Making. Und wenn man Hacking und Making zusammenschmeißt, dann kommt oft irgendwas dabei raus wie Hacking ist wie Making und Making ist etwas sehr Ökonomisches, Finanzielles, sehr nah an dieser Silicon Valley-Mentalität. Und das mag ich nicht. Ich glaube, es sollte mehr Diversität in der Literatur geben, die anerkennt, dass es einen Unterschied gibt zwischen den relativ apolitischen Making-Praktiken und anderen politischen Themen wie Sicherheitsforschung. Making ist apolitisch? Nein, nicht unbedingt, aber wenn wir über Forschungsliteratur reden, dann wird Making oft in meiner Meinung nach im Vergleich zu Hacking eher apolitisch dargestellt. Und ich glaube nicht, dass eben diese Themen alle zusammengewürfelt werden sollten. Ich glaube, es sollte mehr ein Verständnis dafür herrschen, dass es Unterschiede gibt. Und die zweite Frage, wie ich mich selbst als Forscherin sehe, die in diesem Feld veröffentlicht. Ich werde bald Forschungsergebnisse präsentieren. Ich beschäftige mich mit diesem Feld. Ich bin in diesem Feld. Denn ich glaube, dass es in der Mensch-Computer-Interaktion einfach den Drang gibt, um die bisherigen Perspektiven noch etwas zu erweitern. Bei uns ist leider die Zeit zu Ende. Wir müssen nämlich den nächsten Talk noch vorbereiten. Danke, dass ihr hier wart. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags.